Der neue Patch bringt nicht nur die Vorbereitung für das Dawn of Ragnarok DLC, sondern auch eine Menge Meteoriten nach Englerland. Wir haben 6 neue Skills, die wir jetzt schon benutzen können. Und wir haben eine neue Gebäudelocation für das kommende DLC. Und natürlich noch weitaus mehr, und das schauen wir uns jetzt an. Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben heute das Update 1.5.0 bekommen, Season 5, Year 2 startet nun heute offiziell. Und gleich, wenn wir ins Spiel kommen und unseren Spielstand laden, bekommen wir eine kleine Cutscene. Die wir auch schon aus dem Cinematic Trailer kennen von Dawn of Ragnarok, und die sollen uns so ein bisschen heiß machen darauf und so ein bisschen locken, das DLC zu kaufen. Habt ihr es gekauft? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn wir dann genauer in das Menü von Valhalla gehen, finden wir bei den Fähigkeiten 4 neue Slots, die auch in den Patch Notes bekannt gegeben wurden. Allerdings können wir sie noch nicht verwenden. Wir haben natürlich noch keine Fähigkeiten. Wir kriegen die wahrscheinlich dann in Svartalfheim. Dann kommen wir zu den 6 Fertigkeiten, die neu dazugekommen sind und die wir jetzt schon nutzen können. Eine davon heißt einhändige Verteidigung. Wenn du bei voller Gesundheit bist und nichts in der Nebenhand trägst, fügt dir der erste erfolgreiche Angriff eines Gegners keinen Schaden zu, sondern wirft ihn zurück. Und das ist schon krass, gerade wenn man sagt, okay, man spielt gegen einen Boss oder so. Das ist, glaube ich, eine nice Sache, weil man sagt, hey, alles klar, zack, ich block das Ding jetzt, verkack's aber dann vielleicht beim zweiten Mal und hab dann kein Problem, weil der Gegner erstmal am Boden liegt. Vorausgesetzt, ihr spielt mit einer Waffe. Die nächste Bärenfertigkeit erinnert so ein bisschen an die Power of Rebirth. Da können wir auch mit Toten agieren und die wiederbeleben. Und hier bei der Fähigkeit heilendes Töten kriegen wir, wenn wir geringe Gesundheit haben und keine Mahlzeiten, also keine Ration mehr, kriegen wir ein wenig Gesundheit zurück, wenn wir einen Gegner töten. Ich denke, das ist sinnvoll, wenn wir auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe spielen und auch in einer Gruppe sind, in einer Festung sind und es wirklich sehr anstrengend ist zu kämpfen. Wir sind bei den Rabenfertigkeiten und diese hier, einhändige Vielseitigkeit, die fordert euren Skill so ein bisschen heraus. Wenn du nichts in der Nebenhand trägst und in den letzten Sekunden einer Fähigkeit eine weitere Fähigkeit aus dem gegensätzlichen Fähigkeitenrad einsetzt, kostet dich diese kein Adrenalin. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr macht eine Nahkampffähigkeit und danach im Anschluss eine Fernkampffähigkeit, ihr seht es ja auch hier so ein bisschen, ja, dann kostet euch die zweite Fähigkeit, soweit ich es weiß, kein Adrenalin. Und das ist doch crazy. Ich glaube, das hat heute auch schon Joraptor verwendet gegen eine Bestie in Jotunheim. Und ich glaube, diese Fähigkeit wird sehr, sehr OP. Holt sie euch auf jeden Fall. Gegenangriff ist die nächste Fertigkeit mit folgender Idee. Wenn deine Nebenhand frei ist, schlägst du einen Gegner direkt, nachdem er eine Parade kritischen Schaden zugefügt hat. Das heißt also, so wie ich es verstehe, deine Parade muss erstmal kritischen Schaden zufügen, damit das überhaupt funktioniert. Von daher eher nicht so nice. Und wir sind auch schon bei den Wolfsfertigkeiten. Wenn du hier bei gewitzter Schuss einen alternativen Schuss abgibst, egal mit welchem Bogen, dann bekommst du ein wenig Adrenalin zurück. Und das ist, glaube ich, ganz cool, gerade wenn man keinen Adrenalin hat, irgendwie in einer riesigen Festung ist und einfach ein bisschen Energie braucht. Ich glaube, das ist eine coole Kombination. Die nächste Fertigkeit ist ja passiv, von daher kann man sie mal mitnehmen. Du erleidest keinen Schaden, während du eine Rolle ausführst. Ja, kann man machen. Ich glaube, gegen Bosskämpfe, Arena-Kämpfe, ich glaube, da macht das sehr viel Sinn. Wir haben ja dann im Dawn of Ragnarok DLC die Arena-Kämpfe von den Valkyren. Da schauen wir mal, ob sich das wirklich so rentiert. Aber ich glaube, wenn ihr zig Millionen Pfeile von oben auf euch bekommt, 10 Gegner um euch stehen, die mit Feuer arbeiten, ich glaube, dann ist die Kampfrolle nicht nur eine Waffe, mit der ihr ausweichen könnt, sondern auch eine Waffe, mit der ihr euch dann für eine kurze Zeit immun machen könnt. Ja, definitiv ein Must-Have, wenn ihr im DLC unterwegs seid. Und ist euch was aufgefallen, währenddessen ich euch die ganzen Gameplay-Materialien gezeigt habe? Ganz genau. Wenn ihr euch diese Fenster nochmal genau anschaut, wo die Fertigkeiten gezeigt werden, dann seht ihr, dass diese schon in Dawn of Ragnarok aufgenommen wurden. Das heißt also, da können wir so einen kleinen Glimpse davon bekommen, wie so die Architektur aussieht, wie im Grunde ja die Welt noch weiter aussehen kann. Das Gameplay hat schon viel gezeigt, aber fand ich ganz interessant. Die neue Schwierigkeit, Saga, habt ihr ja auch schon im Patch gelesen, wird euch auf jeden Fall das Leben vereinfachen, wenn ihr das Spiel noch einmal durchspielen wollt oder wie gesagt, wie ich, wenn ihr das Spiel nochmal durchspielen wollt, weil ihr dazu ein Video machen wollt, dann auf jeden Fall macht es Sinn, sonst aber gibt es dazu nichts mehr zu sagen.
Jetzt kommt gleich der spannende Teil. Wenn euch aber bis hierhin das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Dränger-Daumen nach oben da, da würde ich mich freuen. Aber legen wir los mit den zwei interessantesten Themen, nämlich dem neuen Gebäude und den Meteoriten, die ich gesehen habe. Nach jedem Patch bereitet Ubisoft natürlich einige Sachen vor. Manchmal ist es ein neues Gebäude, manchmal sind es irgendwelche neuen platzierten Objekte. Und ich dachte mir so, alles klar, wir haben ja im Deep Dive-Trailer gesehen von Dawn of Ragnarok, dass wir bei Valka starten, wir trinken so einen Trank und dann ab geht da der Peter. Allerdings habe ich beim Herumlaufen eine Kleinigkeit entdeckt und die will ich euch nicht vorenthalten. Ich bin an der Hütte von Hilda, also bei den Mastery Challenges, vorbeigelaufen, wollte hoch in die Höhle, wo die drei Portale sind, dachte mir nichts dabei und bam, was habe ich da gesehen? Rechts eine neue Fläche mit einer Flagge und einem Schild dran. Auf dieser Fläche habe ich noch kein neues 3D-Modell gesehen, allerdings, wenn wir auf das Schild klicken, dann sehen wir, dass das Eivor's Rastplatz sein wird. Und dass es erst im DLC Dawn of Ragnarok erhältlich sein wird. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Frage ist jedoch, warum brauchen wir einen Rastplatz? Was wird es dort geben? Was wird uns Ubisoft dort mitgeben? Denn die Reise wird ja im Grunde stattfinden über Valka. Wir werden wahrscheinlich einen Trank trinken, so wie es im Deep Dive Trailer auch gezeigt wurde. Deswegen irritiert mich das so ein bisschen. Also was? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Was könnte denn da wirklich drauf gebaut werden? Oder was wird dann mit diesem Rastplatz gemacht? Lasst es mich wissen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zu der Sache, weswegen ihr hier raufgeklickt habt. Den Meteoriten. Die wurden ja in den Patch Notes genannt, dass sie endlich verfügbar sein sollen oder sichtbar sein sollen für alle. Und für mich war ein Meteorit auch sichtbar. Den schauen wir uns gleich an. Dennoch aber die Informationen, die sind immer fest an irgendeiner Position. Der Support hat da geantwortet, denn ein Discord-Nutzer, nämlich Phoenix, hat dem geschrieben im Support und gefragt, was damit ist mit den Meteoriten, wie man sie aktivieren kann. Und der Support hat geantwortet, dass sie ein zufälliges Ereignis sind in der Welt von Assassin's Creed Valhalla und dass sie nicht einfach so auftauchen werden. Allerdings habe ich jetzt mit mehreren Spielstätten geprüft, immer an derselben Stelle, ob der da wirklich auftaucht, der Meteorit, oder nicht. Und bei allen Spielständen kam der Meteorit an genau derselben Stelle. Und den schauen wir uns jetzt an und danach gibt es noch dieses Geheimnis, was ich dabei entdeckt habe. Apropos, wenn ihr einen Meteoriten findet, dann kommt doch gerne in meine Discord-Gruppe. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Da könnt ihr nämlich ein Bild zum Beispiel von der Location teilen oder auch ein Video, wenn ihr das gemacht habt und könnt. Auf der PS5 ist der Discord jetzt auch erhältlich, auf dem PC ja sowieso. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen und natürlich würde ich euch auch Credit geben im nächsten Video, das ist ja klar. Also, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Ihr müsst nach Lincolnshire, dort in der Mitte, südöstlich von der Stadt Lincoln, habt ihr eine kleine Freifläche und da könnt ihr euch ganz easy hin teleportieren. Ich habe es jetzt vom Westen her gemacht und bin dann hingeritten und bin dann vom Süden, weil man da die Fläche am besten sehen kann, bin dann da hingeritten und dann seht ihr auf einmal das. Ihr hört einen Gewittersound, dann seht ihr einen leuchtenden Strahl und dann eine Explosion und ihr habt einen Aschehaufen. Ihr könnt da hingehen, es gibt Eisenerz, Titan und ich glaube noch eine Kleinigkeit und dann habt ihr, ja, ein bisschen mehr Ressourcen, aber mehr gibt es da auch erstmal nicht zu sehen. Was interessant ist, zum einen ist es ein Gewittersound, das heißt, es könnte eine Connection zu Thor sein. Vielleicht wird irgendwas mit ihm passieren, ich hoffe nicht. Das zweite ist, wenn ihr dann den Ort verlasst und später wiederkommt, dann seht ihr Folgendes. Auf einmal steht da eine Holzstatue von Thor. Und entweder ist sie aus den Meteoriten gewachsen oder die Bewohner haben dort einfach diese Holzstatue als Opfer hingestellt, weil sie Angst haben davor. Aber was interessant ist, diese Thor-Statue brennt. Ja, sie brennt und wenn ihr den Boden euch anschaut, dann seht ihr, das sieht so ein bisschen aus wie die Welt von Muspelheim. Könnte es da eine Connection geben? Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Teilt gerne die Meteoriten, die ihr gefunden habt, da würde ich mich freuen. Es geht weiter, ein weiteres Runenrätsel quasi. Ich bin gespannt. Valhalla wird übrigens ab dem 24. auch kostenlos sein, dazu mache ich auch noch vielleicht eine Kleinigkeit. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen. Ich habe einige Videos zu Dawn of Ragnarok vorbereitet. Lasst also gerne hier ein Abo da, den Drängerdaumen habt ihr schon da gelassen, das weiß ich. Und natürlich, die Glocke dürft ihr nicht vergessen, denn somit seid ihr die Ersten, die von meinen neuen Videos erfahren werden. Lohnt sich auf jeden Fall und Eivor würde sich auch freuen. Eivor!
Die haben gesagt, die aktivieren jetzt die Glocke. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.